Wer zur Hölle spielt eigentlich WoW Classic? Ich meine, ganz ehrlich, wer soll das spielen? Darum geht's in diesem Video. WoW Classic kommt jetzt im Sommer 2019 raus. Ich hoffe, dass wir das gemeinsam auf meinem Twitch-Kanal dann erleben werden. Folgt mir auch gerne auf Twitch, twitch.tv/fragnard durchgeschrieben. Dann seid ihr da zum 24-Stunden-Livestream direkt am Start. In diesem Video möchte ich darauf eingehen, wer denn jetzt eigentlich Bock auf WoW Classic hat. Und das ist natürlich unterteilt in einige Subgruppen. Ich habe hier eine super Umfrage, die ich schon mal erwähnt habe, die ich dafür heranziehe, wer das jetzt zockt. Und da finden wir auch nochmal heraus, warum diese Personen das denn zocken. Der erste Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, ist, ob die Personen ein aktives WoW-Abo haben. Ein aktives WoW-Abo haben anscheinend, anhand der Umfrage zumindest, von rund 19.000 Personen nur 27,5%. 27,5% besitzen ein aktives WoW-Abonnement, 72,5% besitzen das nicht. Was können wir daraus spiegeln? Zwar haben vornehmlich die Leute, die hier WoW Classic interessiert sind, diese Umfrage ausgefüllt. Es wäre zur Querprobe echt noch legendär gewesen, wenn man hier in der Umfrage eingebaut hätte, wollt ihr überhaupt WoW Classic spielen? Aber das haben wir jetzt leider nicht. Wir müssen nehmen, was es hier gibt. Aber anscheinend scheinen die meisten unzufrieden zu sein mit dem momentanen WoW-Status und erhoffen sich eine Verbesserung. Zumindest die Leute, die grundsätzlich an Classic interessiert sind. Ganz so wissenschaftlich kann man das hier nicht belegen, aber es ist schon mal eine gute Grundaussage, ein gutes Statement, rauszufinden, ob jetzt die Leute hier wieder zu WoW wollen oder woran das denn überhaupt liegt, dass sie keinen Bock mehr auf WoW haben. Ein Viertel ist es ungefähr, was hier nur Bock auf WoW hat. Momentan noch hat oder wenigstens ein Abo hat. Vielleicht haben sie es auch einfach genommen, weil sie es immer nehmen und haben es jetzt noch immerhin einfach aufbewahrt oder bezahlen es mit Ingame-Gold, keine Ahnung warum. Daraus kann man auf jeden Fall ziehen, dass auf WoW Classic wahrscheinlich ein größerer Ansturm stattfinden wird. Ich habe eine unbestätigte Info, die rund 2 Millionen Spieler momentan irgendwie vorgibt von World of Warcraft und das Ganze würde dann natürlich, wenn man das hier im Proport sieht, vervierfacht werden. Wir hätten dann rund 8 Millionen Leute, die an WoW Classic interessiert sind. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich gehe mal vielleicht von der Hälfte aus. Sagen wir mal 4 Millionen, aber das ist immerhin auch schon ziemlich viel und ein gut verkauftes Spiel, denn Blizzard muss ja wirklich nicht mehr allzu viel dafür erfinden und neu machen, um dieses Spiel anzubieten. Also sind vor allem Leute, die keine WoW-Spieler mehr sind, aber es mal waren und gerne wieder wären. Das ist auf jeden Fall die erste Gruppe von Leuten, die hier WoW Classic zocken möchte. Die zweite Gruppe sind dann hier in der Alterskategorie zu finden. Und die meisten Leute sind wirklich so alt wie ich, zwischen 25 und 34. Das ist ein Alter, da kann man zurückrechnen, dass die meisten eben in ihrer Jugend WoW Classic gespielt haben, beziehungsweise Vanilla WoW. Unter 18 sind wirklich nur sehr, sehr wenige. Über 44 sind auch extrem wenige, die wenigsten über 55 und dann nochmal ein großer Anteil zwischen 18 und 24. Also auch Leute, die WoW in ihrer Ursprungsform gar nicht kennengelernt haben. Bedeutet also Leute, die Interesse daran haben, rauszufinden, wie WoW denn mal war. Das finde ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch cool, dass Leute da wirklich nochmal zurückschauen wollen, wie ist das entstanden. Aber das ist natürlich ein Bestandteil, der nicht unbedingt sehr beständig sein könnte. Das sind Leute, die gehen da unvoreingenommen ran, wissen nicht, was sie erwartet und eventuell werden sie dann enttäuscht. Zumindest wenn sie den Anfang dieser Altersgruppe darstellen. Die meisten kennen also WoW schon, die wirklich zurückkommen werden. Meine These wird halt auch nochmal dadurch bestätigt, dass rund 70% aller Leute wirklich die Vanilla-Version von WoW schon gespielt haben. Vanilla bedeutet eben Vanille, also die Ursprungsversion. Keine Ahnung, warum sich der Terminus Vanilla überhaupt durchgesetzt hat. 19% haben mit The Burning Crusade losgelegt und alles darüber war dann immer relativ wenig. Ein paar noch mit WoTLK und alles andere war wirklich nur homöopathisch vertreten. Bedeutet also, 70% haben schon Vanilla gezockt. Das deckt sich dann ungefähr mit meiner These, dass all die Leute das schon gezockt haben, die wir aus dem Alter gezogen haben. Wir haben ja also wirklich eine Tonne von Leuten, die in Nostalgie schwelgen. Die sagen, damals war alles besser. Und das ist natürlich ein Phänomen, da wird man dann teilweise wachgerüttelt, das war dann nicht besser. Blizzard selber hat irgendwo mal, glaube ich, die Aussage getätigt, dass die Leute gar nicht WoW Classic wollen, sondern nur denken, sie würden es wollen. Das kann sein. Vielleicht werden wir unser Erwachen erleben, aber es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, wie die Privatserver. Bedeutet, dass da Leute wirklich noch aktiv WoW in seiner Ursprungsform spielen. Das sind nicht sonderlich viele,
aber es sind immerhin Leute, die das noch in ihrer Ursprungsform genießen. Weiter ging es dann mit der Frage, was denn wirklich die neueste Version von WoW ist, die die Leute gespielt haben. Und bei den meisten waren es wirklich die aktuellen Versionen, also BFA, Battle for Azeroth und Legion. Battle for Azeroth-Spieler waren sehr enttäuscht. Da ist dann wahrscheinlich nochmal das Bedürfnis nach dem guten alten WoW sehr viel höher. Denn eine Enttäuschung, die spricht immer dafür, dass man dann zurück möchte, weil damals war man ja nicht enttäuscht. Vielleicht wäre man auch damals enttäuscht worden, aber WoW war in seiner Ursprungsform halt eben neu und da hatte man keinen Vergleich. Ich selbst muss sagen, Legion und Battle for Azeroth habe ich nicht gespielt. Für mich endete das dann mit WoD und das war eigentlich auch schon irgendwie nicht mehr das, was ich mal mochte. Das war nicht mehr das, was ich erleben wollte. Mists of Pandaria ging noch so klar, aber war auch nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Und jetzt kommt da halt eine Sache, die wirklich noch sehr, sehr wichtig ist. Und zwar die Frage, ob die Leute auf einem privaten WoW-Server denn vor der Ankündigung von WoW Classic gespielt haben. Und 70% sagen auch wieder ja, nur 30% sagen nein. Bedeutet für uns, dass es eine sehr, sehr starke WoW Classic Community geben wird, die weiß, was auf sie zukommt. Meine These vorhin mit der Nostalgie, dass die Leute nicht wissen, was sie doch wirklich erwartet, scheint dadurch quasi ausgehebelt zu sein, zumindest auch für einen großen Anteil. Die Leute wissen, wie lange das Leveln dauert. Die Leute wissen, dass sie Klassenquests haben, die echt nervig sind. Die Leute wissen, dass sie etliche Stunden farmen müssen, um irgendwie ein Mini-Item zu kriegen, was man dann eben mal kurz braucht, um die nächste Inni zu laufen. Das ist den Leuten alles bekannt. Und das finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig, denn das meistgenannte Argument ist, dass die Leute nicht wissen, wie es damals wirklich war. Und anscheinend wissen es ja einige. Man muss aber auch an der Stelle sagen, dass diese 19.000 Leute, die hier an der Umfrage teilgenommen haben, natürlich besonders interessiert sind an WoW Classic. Die haben dann außerordentliches Interesse dran, beschäftigen sich regelmäßig mit dem Thema und hypen das Thema. Das ist nicht irgendwie eine allgemeine Stichprobe. Das darf man hier nicht vergessen. Und so kann es sein, dass, ich sag mal, die WoW Classic Community wirklich ein kleiner Kern wird, aber sehr beständiger Kern. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Um nochmal zurückzukommen auf das Thema, wie lange es denn eigentlich dauert und wie träge das ist, hier hochzukommen auf Stufe 60, so sagen da wirklich die meisten Leute, sie rechnen mit einer Zeit von 1 bis 2 Monaten. Einige wenige sogar von 2 bis 4 bis zu 6 Monaten. Über 25% aller Spieler rechnen damit, sie sind bis zu einem halben Jahr mit dem Leveln beschäftigt. Das sind Leute, die wirklich nur wenig zocken können, die am Tag vielleicht mal eine Stunde im Schnitt aufbringen können und da ist das wirklich realistisch. Andere sagen natürlich auch unter einer Woche, das sind die Hardcore-Suchtis, das ist wirklich möglich. Muss man sagen, wenn man richtig, richtig viel zockt, dann ist das definitiv drin. Ich erinnere an meinen 24-Stunden-Stream, der hier zu Beginn von WoW Classic stattfinden wird auf dem Twitch-Kanal. Da werden wir es vielleicht auch unter einer Woche dann schaffen, zu den ersten auf 60 zu gehören und dann so ein bisschen die Speerspitze des Servers darzustellen, ist, glaube ich, eine ganz geile Sache. Dafür muss man sich dann natürlich frei nehmen. Vielleicht seid ihr dann mit dabei hier in den Livestreams und zockt selber nebenbei, tretet meiner Gilde bei etc. Die meisten Leute sind anscheinend auch wirklich daran interessiert, weiterhin Raids zu machen, viele auch an den normalen Dungeons und an World PvP. Das sind so die Sachen, die damals natürlich auch nochmal WoW Classic oder WoW Vanilla ausgemacht haben. Aber auch 40% sind daran interessiert, Reichtum aufzubauen in diesem Spiel. Das hätte ich niemals gedacht. Ich meine, klar, es ist nett, ein bisschen Gold überzuhaben, aber 40% sagen, sie sind wirklich daran interessiert, Reichtum aufzubauen. Bedeutet, die ganzen Aha-Trader, die fallen für mich da vor allem drunter. Und gefühlt ist nicht jeder ein Aha-Trader, aber wenn ich mir das hier so ansehe, dann weckt das zumindest erstmal den Anschein. Kann also sein, dass das hier wieder wirklich nur die Spezialisten sind, die WoW-Freaks, die wirklich auch viel Zeit in WoW stecken, die da wirklich viel Zeit ins Aha investieren, um da eben Scans durchzuführen, mit diversen Add-ons irgendwelche Sachen aufzukaufen und dann wieder reinzustellen. Damals war es ja sogar so krass, du konntest noch nicht mal mit dem Shift-Click den Namen eines Items ins Aha übertragen. Ich bin wirklich gespannt zu sehen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Anscheinend haben wir hier wirklich einen harten Kern innerhalb der Community, der genau weiß, was er will. Der genau weiß, wie WoW Classic sein wird und genau das begrüßt. Also das Argument, was anscheinend hier wirklich immer wieder aufgebracht wird, dass die Leute es nicht mehr wissen, scheint zumindest für einen kleinen Teil der Community, zumindest für die, die diese Umfrage hier ausgefüllt haben, nicht zuzutreffen. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, ob es da wirklich eine harte Community gibt, die sich bildet oder ob das Ganze dann irgendwann wieder verfällt.
in ein, zwei Jahren spätestens und die Leute dann wieder ins aktuelle Add-on zurückkehren oder WoW vielleicht auch mal komplett ausstirbt. Denn der aktuelle Trend ist ja wirklich so, dass die Leute da nicht mehr so Bock drauf haben. Hätte ich damals nie gedacht, dass es jemals möglich sein wird, dass die Leute so krass davon abwandern. Ich meine, 12 Millionen Spieler hatte das mal. Das war schon wirklich eine Hausnummer. Das waren auf jeden Fall meine Gedanken zu der Frage, wer denn jetzt eigentlich WoW Classic spielt, wer das spielen möchte, auf wen ihr dann im Game trefft. Und die meisten haben wirklich eine gute Erfahrung, also macht euch auf harte Competition gefasst. Ich würde sagen, das war's soweit zu WoW. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnarz.